Aktion ist das klassische Abrollen. Das heißt, ich denke mir wirklich einen Kreis. Mein Kopf geht in einem Kreis mit. Guck mal, da so ein Schwachsinn. Das muss wirklich einfach Beine gehen hoch und runter, Oberkörperkreis. Beine gehen hoch und runter, Oberkörperkreis. Mit dem Schlag mitgehen, rund und auf der anderen Seite wieder zurückkommen. In der ganzen Aktion der Schulterroll, das heißt, wenn er mir hier gerade gegen den Kopf hockt, ist es das. Ich nehme den Arm hier rüber. Mach nochmal, wenn ich hier bin, ist es nicht so gut, wieder nach vorne zu kommen. Der Gedanke beim Schulterrollen ist ja so ein bisschen wie Kugelstoß. Guck mal, er haut mich durch diesen Boom, Kugelstoßer, der hier die Kraft richtig schön nach hinten nimmt. Zweiter wichtiger Punkt, lass den Arm, wenn er haut, nochmal hier, nochmal einen Haken. Hier, ne? Seht ihr das? Da muss der sein. Wenn meine Hand hier ist, dann kriege ich voll Energie ab. Und bei mir ist es so, auch nochmal, bam, das ist das, was hier eigentlich passiert. Ich rolle mich hier raus und habe hier, ne, wenn ich es richtig mache, hier so viel Energie, ich nehme den Arm, wenn ich zum Beispiel sondern habe ich hier vorne Boom, hier sofort zurückzukommen. Wenn ich das auch nicht mache, das ist wirklich wie bei Thai-Boxen, ne, wenn der Haut, boom, das ist ja unangenehm. Ja? Dann kommt das Ding hier richtig schön wieder rein. Also gerade wird gemieden, Haken wird hier geblockt. Das ist halt der Gedanke des Shoulder-Rolls. Die gibt es auch noch in der Reverse-Situation, das heißt, wenn er hier kommt, ich gehe hier raus, ja, auch hier gut, aber ich bin Haken, ist egal. Ne? Dass ich hier die Deckung oben habe, wenn er gerade kommt, dass ich ihn hier rausnehme, um hier hinterher zu arbeiten. Und das auch mal schön üben. Und fängt nicht hier oben an, sondern in der Hüfte. Als wenn hier einer dran zieht. So und nicht so. Ja? Der ganze Körper spannt sich hier rüber, um hier wieder zurückzukommen. Wie gesagt, wie Kugelstoßen. So, jetzt haben wir mehrere Optionen. Ja, wir haben das Händeln, das Rollen, das Kreisen, den Schulterroll. Das versucht ihr erstmal einfach zu verbinden. Erstmal draußen starten. Meiden, rollt immer ab, geht mal hinten raus, Schulterroll, rollt. Na, zack. Erstmal nur ohne Fußarbeit. Gut, und jetzt versucht ihr mal diese ganzen Optionen in eine Fußarbeit mit reinzubringen. Jetzt immer ganz easy und bewegt, geht mal rum, raus, hier rüber, ne, rollt mal ab, im Schritt, das hier raus, geht pendel, rüber, dass ihr wirklich nur in einem kleinen Kreis bleibt. Ne? Nach hinten raus, unten rum, zack, raus, wieder zur Seite. Ja, ich könnte ja auch mal die Circle Theorie schön mit reinbringen. Drei-Schritt-Theorie. Aber das kann ja auch sein. Komm mal los hier. Arm unten und du haust mich. Ich gehe zu, dass ich hier rauskomme. Ne, bewegen uns beide. Hier unten rum, geh mal so ran, dass du kaum hauen kannst. Geh ich mal wieder nach hinten raus. Versuch dich hier. Ne? Zack, wenn ich einen fange, scheißegal, nehme ich, genau, und dann bricht er auf. Ja? Okay, nicht übertreiben und immer eine halbe Minute. Was richtig gemacht ist, ging in diesem Job, wie gesagt, nicht darum zu blocken. Ja, also nicht irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt hier dicke Handschuhe, der haut mich und ich habe hier meine Deckung und scheiß drauf, interessiert mich nicht. Nee, es geht darum, dass ihr möglichst sowas macht. Ne? Zack. Okay, dass ihr euch bewegt, schaut, boom, ja, rumgeht, mitgeht. Ihr euch nicht treffen lassen, okay? Genau, jetzt machen wir mal geblockt. Nächsten Job, genau die gleiche Situation, aber er kommt immer nur mit einer Aktion und ich fahre mit zwei zurück in die Pratzen. Das heißt, wir bewegen uns, ich beide, bam, bam, und kommen hinterher. Wir bewegen uns wieder, ne? Zack, bam, bam. Ja, das war ein Inside-Slip, das ist besonders cool. Ja, versucht es mal hinzukriegen. Haut mich ab, wenn ich daneben. Wenn ihr seht, es funktioniert, forciert es. Werdet immer gemeiner. Versucht zu treffen. Okay. Ja, wenn es geht, nicht mit dem Kopf blocken. Immer schön außer Bewegung, Leute. Und wir wechseln, letzte Mal. Los, weiter geht's. Keine Pause zwischen, das muss 1-2 gehen. Jawohl, jawohl. Nach dem fünften Mal könnt ihr kurz mal atmen holen. Nee, du anfangen mit Kicken nicht. So, ich schlage in gleiche Hand die Abgewehr da zweimal. Dann komme ich hier auf links. Hey, geil. Bam, bam, bam. Alter, wie schön. Ja, das kommt der Sache doch endlich mal näher. Na los, komm Kleiner, hau mal rein da. Ja, du bezahlst hier für Vollkontakt und das Turnier auch so.
gibt ja Leute, die machen gern sowas. Kick mal bitte, das sind hier, die Hände haben. Kann man natürlich machen, klar, ich finde es uncool. Ich sag's ja immer wieder, ich krieg dann halt so die volle Power, die volle kinetische Energie des Kicks. Kommt ja dann hier wirklich in die Deckung rein. Ich mag das nicht so gerne. Ich bin eher so ein Thai-Box-Fan, was das angeht, dass ich also hier boom dagegen gehe und hier weiterarbeite. Ja, wenn er hier tritt, dass ich von hier bam arbeite. Ja, und dann komme ich boom und er kommt bam, und dann kommt er wieder. Dang, bam, bam, und dann komme ich wieder. Ja, und das müsst ihr mal wirklich steigern, forcieren. Hau mal richtig rein. Dann. Ihr habt Schützer an, das gab es zu meiner Zeit gar nicht. Da haben wir geballert und dann waren die Arme blau und die Schienbeine hart. So. Also gebt mal Gas. Links, rechts, Körper, Kopf und halt das Fußtritt hinterher. Das ist alles. Also, links, rechts, Körper, Kopf, hinterher. Okay, und los geht's. Abwechselnd. Nur diese Aktion. Bisschen Fuß drehen beim Kicken, meine Damen und Herren. Jawohl. Mach mal den Kick am Ende nur. Ich wieder mit zwei Schlägen hinterherkomme. Das ist alles. Das einfach nur, wie gesagt, die Hand, die geblockt hat, schlägt. Spät. Also, du musst versuchen, in dem Moment, guck mal, wenn er mich jetzt hier kickt, dann kickt man sofort hinterher, weil er ist ja in dem Moment, bevor der Fuß aus ist, noch instabil. Und dann musst du versuchen zu treffen, wenn du erstmal auch nochmal bitte. Zack, und jetzt warte ich erstmal und dann fange ich auch mal hin. Dann habe ich ja nichts gewonnen. Ich muss die Situation ausnutzen. Ne? Also versuchen, ins Timing zu kommen. Ja, besser, genau. Und mit Druck. Hau mal richtig rein da. Du hast auch einen Pfund auf dem Lager. Ja, genau. Die Hand muss ein Ding herkommen. Das ist doch so kurz wie möglich. Das Ganze. Dagegen gehen und sofort schlagen. Ja, geil, genau. Ich mach mir eine Gerade und tue das, ob ich kick. Kick aber nicht. Schlag bam, und komm hier hinterher. Der Effekt ist hier, dass meistens, wenn ich das mache, die Deckung ein bisschen sinkt. Und dann komme ich hinterher, ganz genau, mit der ganzen Geschichte. Und um das Ganze rund zu machen, komme ich nochmal rechts hinterher. Das sieht dann so aus. 1, 2, 3, rechts, bam. Ja, schön reingezogener Highkick oben hinterher. Wobei man den natürlich variieren kann, aber wer einen Highkick kicken kann, der kann ja auch einen Lowkick kicken. Also, naja, gut, nicht unbedingt, aber... mach's mal so, wie ich es gerade gezeigt habe, ja? Also, nochmal langsam, links angetäuscht, links, rechts und hinterher den Fuchs. Und bitte. Ja. Ihr müsst den Highkick so lange üben, bis er nicht mehr anstrengend ist. Gut, okay. Im Grunde genommen, ähnlicher Job. Ich fange an, wie eben gerade auch. Ne, links abwehren. Kickabwehren. Übrigens in dieser ganzen Geschichte. Das ist eine sehr, sehr, sehr einfache, sehr geile Art, Kicks abzuwehren. Nämlich ganz einfach, du kickst mich mal irgendwie. Einfach nur das machen. Ja, das ist sowas, wie ich die meisten meiner Kämpfe früher auch gewonnen habe, tatsächlich, weil die Leute waren damals meistens auch noch so, dass sie sowas gemacht haben. Darauf habe ich immer nur gewartet, in dem Moment. Ja, immer schön Knie hoch, nach vorne marschiert und die Hand raus. Das funktioniert super. Echt, also das ist eine ganz tolle Sache, weil du bist gleichzeitig oben auch gedeckt, wenn da irgendwas kommt. Das ist so eine Universal Pattern, die eigentlich immer ganz gut funktioniert. Hier geht es aber eher darum, den anderen zu flachsen. Also nochmal, das ist tricky. Ich mache hier gerade meinen Job. Links, angetäuscht, links, rechter Haken hinterher und Lowkick von außen. Und bitte macht einen vernünftigen Lowkick. Ne? Nicht irgendwie, so weiß ich nicht, was Tick du bist. Weil der Lowkick muss so sein, dass der andere keinen Bock mehr hat, weiterzumachen, wenn Tick zweimal getroffen wird. Ne? Richtig Hüfte reindrehen, von oben fallen lassen, wie so ein Fallbeil. Boom. Ja. Dann macht das auch Sinn. Ansonsten, so passiert, gibt vielleicht Punkte, aber tut nicht wirklich weh. Okay, also mach's ordentlich. Bei dem Kick ist das wichtig, wenn ich es hier habe.
Hauptsache sauber, Hauptsache von oben nach unten. Erst das Schienbein noch trifft und nicht die Bahn oder sowas. Der Fuß muss da unten zeigen, mehr oder weniger. Ja, genau. Ja, sonst ist das Kille-Kille und Baden aneinander rein. Das war's an. Versuchen, in den kurz angewinkelten High-Kick zu kommen. Das heißt, normalerweise halt mal bitte oben. So. High-Kick ist ja meistens einfach nur so geschwungen. Ist toll, ist super, aber hier ist es cooler, wenn ich so arbeite, in so einem Kreis. Ja, da habe ich viel mehr Power in der ganzen Geschichte und ich kicke mehr um die Deckung oben rum. Also die ganze Mission, ja, rechts, links, Low-Kick und reingewinkelter High-Kick. Ja, versuch's mal. Und ich nehme wieder was hin. Also erst hast du es, ja? Ja. Und beim zweiten kamst du von oben noch ein bisschen, rechts, links, low kick, high kick, links, links hinterher. Aber links oben. Entschuldigung, ich kick halt so gern oben. Ja. Nein, ihr könnt den unten machen. Macht den unten, ihr seid alles flöten so. In meiner Zeit hat man halt gern oben gekickt. Achso, cool ist also oben. Cool ist oben. Gott sei Dank. Wehtun ist aber auch unten. Low kick bei euch. Ist beides cool. Kannst du gar nicht. Low kick bei euch. Low kick bei euch. Kannst du nur den Bauch treten. Echt jetzt, das ist Power? Alter Schwede. Also du bist ja eindeutig falsch, du musst in die Kindergruppe. Da hauen die alle her, da ist die 5-, die 8-Jährigen. Jawohl, noch doller. Der lacht ja über dich. Schön, also da kommt doch was. Endlich mal ein bisschen Energie hier im Haus. Inser Haus. Geil. Und weg. Nicht so einen übertriebenen Aufwärtszahn aus den 20er Jahren oder so, sondern ganz kurz von unten nach oben ziehen. Das heißt, guck mal, er kommt. Ja, 1, 2, 1, 2, 3. Genau. Bewegen wir uns wieder, fängt das Wetter andersrum an. Ja, 1, 2, 1, 2, 3. Genau so. Und klar, schön Power an. Vorne muss der Fuchs kommen. 1, 2, 1, 2, 3. Unten rum, 1, 2. Zu schnell. Kann so nicht arbeiten. Aber ich mach's trotzdem. Und los. Ja, schneller und härter. Jawohl. Und wechseln, gleich weiter. Und ballern. Ansatzlos, kurz mit einer Aktion. Leute, so soll ihr können. Da kriegt ihr keine Mücke von der Mauer. Härter, schneller. Alle an, okay. Ja, nicht den Ellbogen hochnehmen, was ist da denn los? Eine gerade Ellbogen nach unten, Mann. Und wechsel, der andere. So, wir hören so auf, wie wir angefangen haben. Ja, erstmal so am Schattenboxen, aber nur Fußarbeit. Fuß einfach schön in so einem Kreis zu bewegen, dass ihr maximal so zwei so Platten für euch habt. Ja, links rum, rechts rum. Denkt an eure Maikbewegung, bringt die mit rein. Und los geht's. Kannst du mir nochmal dieses Circle zeigen vielleicht? Ja, aber jetzt nicht. Nee? Nee, jetzt sind wir gerade bei den Bankschalter rein, rumgehen und arbeiten. Schmiede, warm. Schön arbeiten, links rum, rechts rum.